Hallo und willkommen zurück bei Ark auf der PlayStation 4. Und du siehst irgendwie schleimig aus. Heute wollte ich mich nochmal kurz auf den Weg machen und nach diesem Alpha-Vieh suchen, was meine Meute killen wollte. Jetzt überlege ich gerade. Ja, egal, ich brauche nicht viel mehr. Okay, jetzt will ich nochmal kurz unseren Deo hier reinpacken. Hoppala. Na komm. Na komm mal her, Junge. So, da ich ihn ja so nicht reinkomme. So. Einmal landen, bitteschön. Ich will nochmal kurz befehligen, dass er hier bleibt. Du bleibst. Einfach alle anhalten. Das ist das Sicherste. So, und dann gehen wir mal kurz auf die Jagd nach dem Alpha-Kano-Ding. In der Hoffnung. Wir reiten uns nicht in die Scheiße. Ich will mal einen Alpha töten. Ist mir scheißegal, auch wenn das über mein Flugsaurier ist. Und ich hätte mal trinken sollen. Naja. Ey, da ist ja schon wieder das Vieh. Ist das nett oder nicht nett? Oder nicht nett? Ich weiß es nicht. Ich will wissen, was das ist. Ich bin auch gerade ein bisschen leiser. Frag mich auch nicht, warum. Oh, du bist ein Dodo. Was ist das? Was bist du? Bist du nett? Nein, bist du nicht! Boah! Quetz, 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 Alter! Der hat mir gerade meine komplette Kleidung zerballert. Oh. So war das nicht genau. Nein, raus. Oh, jetzt habe ich kein Leder. Was zum Geier war das? Ja, das sieht aber. Alter. Nein, nicht landen, nicht landen, nicht landen. Okay, ich brauche Leder. Jetzt weiß ich, wo ich Leder herkriege. Zumindest wer es verdient hätte. Wo ist er? Da ist er. Er kann ja glücklicherweise nicht fliegen. Denke ich mal. Oh nein, 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 nein. Na, wieder ändert das. Hallo? Wo ist denn jetzt? Hä? Wo ist er hin? Okay. Gut. Dann lassen wir es. Ich war ja eh auf der Suche nach was anderem. Und in den Aufnahmen kann ich dann wahrscheinlich sehen, was es war. Das ist so ein buntes Ark-Ding. Mitten im Wald. Ja, ob das so klug ist. Der hat ja auch eine gepfeffert, der Kerl. Ich überlege gerade. Komm wieder ran, bitte, bitte, bitte. Ja. Steinschleuder, Leuchtpistole, Speer, Fackel. Naja, eine Fackel könnte ich mal wieder gebrauchen. Das ist faul, eine neue zu machen. Und jetzt bitte nicht festhängen. Raus hier, raus hier, raus hier, raus hier, raus hier, raus hier. Ja, puh. Ich will wissen, wo der Alpha ist. Der müsste eigentlich. Ja, da überhaupt nicht sein. Der müsste hier irgendwo mitten im Wald sein. Beziehungsweise vom Dschungel her hoch. Ah, das Problem im fucking Dschungel ist, du siehst einfach nichts. Du kannst einfach nichts erkennen. Selbst wenn das rot ist. Obwohl. Moment, gehen wir mal kurz hier ein bisschen runter. Ich brauche Leder, ich muss meine Klamotten heilen. Oder reparieren.
Da ist schon wieder das Vieh. Dieses Mistvieh. Ich will wissen, was das ist. Die neuen Tiere kommen doch erst im Februar. Komm ich da ran? Nein, natürlich nicht. Das ist auch noch normal. Was bist du denn? Okay, du rennst vor irgendwas weg. Du auch. Ah, Vulcano. Muss immer sein. Einfach mal einen Schuss auf den Latz. Ja toll, jetzt hängt er schon wieder unter mir rum. Ich habe ein paar Schuss über. Kann mir mal hier ein bisschen für Ruhe und Ordnung sorgen. Wo war der denn hin? Okay, der hält ein bisschen mehr aus. Die letzten haben immer nur zwei Schüsse ausgehalten. Der hält viel mehr aus. Okay. Oder ist ein Alu? Nee. So, Kano, Level 20. Ach so, okay, alles klar. Das erklärt einiges. Und wir haben dadurch eine Level abbekommen. Hat auch was. Ich weiß nicht, ich bin gerade überlegen, ob ich ein Risiko eingehe. Mal wieder. Ja, komm. Zack, einmal kurz landen. Eventuell hast du noch Leder drin, oder? Du hast so viel gefuttert, du musst Leder haben. Hab ich alles rausgeholt? Alter, wie verdorbenes Fleisch ist denn da drin? Du verdirbst ja selbst mit irgendwann. Gut, dann müssen wir noch kurz hier Leder holen. Da. Zack. Haben wir hier Leder? Nein. Ach, das ist alles in der Werkbank. Ja, ein bisschen. Na super. So, reparieren. Auswählen. Reparieren. Nein, nicht reinpacken. Meine Herren. Lederhands. Da steht echt Lederhands? Ist noch nie aufgefallen. Ich wollte meine Kleidung einmal kurz wieder heil haben. Und. Hallo? Hä? So, jetzt aber. Danke. Trinken. Schnell was trinken kurz. So, dann. Was ist denn hier los heute? Ja, gehen wir mal kurz runter. Rexy! Ja, du musst auch mal wieder auslaufen, ne? Ich will dir ein bisschen Auslauf verdienen. Da ist nämlich ein Vieh, was meint, einen Dicken machen zu müssen. Hm? Jetzt kannst du mal wieder beweisen, dass du der Chef im Ring bist. Oh, da ist er ja schon. Ach du Heiliger, das ist ja von unserer Nase. Dafür ballert hier mal ein bisschen Schaden rein. Ja. Was zum Höll? Was zum Geier bist du? Alter? Alter, warum sind da zwei? Ja, der Dino gefühlt, der ist im Glückwunsch. Terizinosaurus? What? Geier bist du? Ist irgendwas drinne? Irgendwie, was ich rausnehmen kann? Nö. Was zur Hölle bist du denn? Okay. Interessant. Hier, lass mich Futter. Es geht nicht über den Kopf. Keine Ahnung. Ich habe keinen blassen Schimmer. Ja, ist auch gut jetzt. Ich laufe wieder die Dodos um. Ups. So. Wir werden bestimmt irgendwas über den Weg laufen, was uns nicht gefallen wird. Ich habe aber auch keine Ahnung, ob ich mich mit dem Eis mit dem
T-Rex anlegen kann. Ich glaube nicht. Ich will aber wissen, ob er noch da ist. Ihr scheiß Viecher auch noch. Okay. Genau, das Roger aus hier. Na. Ari weiß jetzt schon, da komme ich mit dem Rex nicht durch. Das ist ein Kotzen hier. Das habe ich irgendwann schon mal versucht. Das war die reinste Hölle. So. Aber könnt ihr mal sagen, wegen dem Vieh, wo das herkommt? Was war das? War doch so auf. Ich hab grad woanders hingeguckt. Ich denke mal nichts Schlimmes, oder? Ne. Das wär's ja schon wieder hinter uns. Jo. Ach, Rexy, bist du kaputt? Gut, gut, gut. Na, was ist hier los? Ich hab nichts. Jetzt habe ich noch eine Idee. Und das werden wir jetzt mal umsetzen. Das war ja mein Handy. Haha. Dom, 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 dom. Ich bin brutal verpeilt. Sorry, Leute, ich bin echt verpeilt. Ja, gut, ruh dich aus. Ich könnte in die Basis laufen und dann kommt der Spieler nicht rein, der Dickwanz. Und? Ich finde das Brüllen einfach geil. Na komm, jetzt aber. So, einparken. Passt. So, dann mitten am Ausgang wieder voll im Weg. So. So, so, so. Ich habe ja eigentlich noch ein paar Namen zu vergeben. Ne? Jetzt schaue ich mal. Wer mich kennt, weiß, ich werde viele Namen vergessen. Aber tut die immer extrem auffallen, wie ich schon mal nehme. Hab ich schon den... Jetzt weiß ich aber nicht, ob ich die schon benutzt habe. Scheiße. Wolfgang, Spino, Sari, Uwe, Flashgame. Komisch, kann man mal die Namen vergeben? Hört man von denen nichts mehr. Das finde ich aber auch irgendwie eigenartig. Mein Rex. Hab ich eigentlich noch einen Cloud? Ich überhaupt noch ein... Ne, mein Cloud war doch ein Raptor. Das ist, ah, ne, da hinten. Ach ja, stimmt, ja. Ich geh mal kurz zu Rexy. Hallo? Na, komm. Och, Junge. Namen ändern. So, was... für den Kommentar nämlich der Acer Massacre wird der Rexy. Der hat einen Kommentar gebracht, der war so... müsst ihr euch reinziehen manchmal. Oder des Öfteren. Einfach in den Kommentaren ein bisschen durchsuchen. Der letztens den größten Brüller überhaupt gemacht. Jetzt heißt man Rex. A-Style Massacre. Auch cool. Allosaurus. Allosaurus? Ich hoffe, ihr seid jetzt nicht böse, wenn ihr euch irgendwelchen Tieren, also Tieren zuordnet, die ihr vielleicht nicht so mögt. Der Dot-Tod ist einjeniger, nicht Inventar öffnen, der mir sehr oft sehr viele Tipps gegeben hat. Und also immer wieder ist, wenn er schreibt, dann um mir Tipps zu geben. Und die sind, ja, er spielt das glaube ich am PC selber. Und die sind immer sehr, sehr, sehr hilfreich. Danke dafür. Dafür bist du jetzt mein... Hallo. Quetzi. Auch ein hilfreiches Gefährt. So, wie gesagt, also ich nehme erstmal die Namen, die immer zurzeit öfter vorkommen. Ich habe meinen U300 gar nicht mehr gehabt, ne? Der ist mir ja... Stimmt. Der ist mir ja abhanden gekommen. U300, immer dabei. Du wirst ein Quetzal. Du bist keine Kampfmaschine, du bist eine... hilfreiches Lebewesen? Du bist mein Transportmittel. U300 passt wie eine U-Bahn. Zack. Finde ich jetzt gerade recht amüsant. Gut, du bist sowieso kaum vorhanden. Mein Raptor. Kleiner, fieser. Oh, mit dem muss ich auch noch so viel machen eigentlich. Wie sieht es eigentlich bei dir aus? Können wir wieder Ausdauer, Ausdauer.
Macht Schaden der Bewegungsgeschwindigkeit. So. Ja, da freut er sich. Oh, ich brauche noch einen neuen Agantavis. Ach, Manno. Nächster Name. Viele neu dazugekommen. Wobei. Nee, den. Nee. E-Style, da ist er schon wieder. Dich nenne ich Robert. Robert Ritter. Ich hoffe, es ist okay, dass ich deinen Namen genannt habe. So, du bist Robert. Wenn das Spiel mal nicht wieder abschmiert. Ich finde den Namen für den Raptor eigentlich recht witzig. Raptor, Robert. Hallo? Da. Der Trick funktioniert irgendwie immer. Mein Raptor, Robert. Top German. Er hier sieht richtig stylisch aus. Und der Ankylo, der kriegt auch den Namen von demjenigen, der mir das alles empfohlen hat. Und zwar Amoxvil. Tut mir leid, wenn ihr so einen YouTube-Namen habt. Dann wird auch genutzt. Amok. Na, Zwiebel. So. Gut. Oh, mein Spino ist ja noch da. Huch, guten Tag. Was haben wir denn noch so über? Da sind noch so viele eigentlich. Ah, jo. Das wird unser Mr. Hashtag. Schreibt in die Kommentare. Immer was mit Hashtag und auch immer sehr witzig. Und zwar unser lieber dumme Taido. Auch auf Twitter immer dabei. Habe ich das richtig? Nee, oh. Die ist richtig geschrieben. Dumme Taido. Jo. So, du bist jetzt der große liebe Spino. So. Aber ich belasse es jetzt erstmal dabei. Haben noch ein paar Türen offen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Lasst eine Bewertung da. Würde mich freuen, wenn ich sagen, bis zum nächsten Mal.